Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, wir beenden heute mit unserem Beschluss die Wahlperiode. Wir verkürzen die Laufzeit und das ist zumindest für mich jetzt schon das zweite Mal, dass ich eine solche Entscheidung als Abgeordneter treffen muss. Und wir haben in Hamburg ja schon häufiger solche Entscheidungen treffen müssen. Trotzdem dürfen Neuwahlen, sind Neuwahlen sicherlich keine Normalität. Sie dürfen es auch nicht sein, sondern Neuwahlen sind der Ausweg aus einer vertrackten Situation. Neuwahlen sind Ausdruck und auch Folge einer Krise. Und das gilt gerade für diesen heutigen Tag. Diese Neuwahlen sind notwendig, weil dieser Senat gescheitert ist. Am Anfang der Krise, der Entwicklung, die heute zu den Neuwahlen führen wird, stand eben eine Koalition, schon mehrfach ja heute beschworen von Schwarz und Grün, die scheinbar alle politischen und ideologischen Gegensätze überbrückt hatte. So zumindest das Gemälde, das uns die Koalitionäre damals malen wollten. Und manch einer hat ja den Pinsel offensichtlich zur Seite gelegt. Er malt noch weiter an diesem Gemälde heute. In Wahrheit aber haben Schwarze und Grün diese Gegensätze, die in Teilen harte Konflikte sind, die auch nicht immer überbrückbar sind, sondern die entschieden werden müssen, mit für die Steuerzahler weitaus teuren Kompromissen kaschiert. Sie haben im Grunde mit Geld versucht, die Widersprüche zu heilen. Und auch daran ist diese Koalition heute gescheitert. Und spätestens als die ambitionierte Schulreform im Volksentscheid durchfiel und seitdem die Haushaltslage eben diese Spendierhosen nicht mehr zuließ, als eben keine weiteren teuren Kompromisse zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler möglich war, da brach eben auch die Koalition Stück für Stück auseinander. Und Herr Schierer hat es ja selbst eingeräumt, es wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, bereits nach dem Volksentscheid die Neuwahlen anzusetzen. Spät, aber Sie haben es verstanden, Herr Schierer. Dieses Scheitern dieser Koalition, das Scheitern von Schwarz-Grün, empfinden die Hamburgerinnen und Hamburger zumindest als eine Art Befreiung. Und ich glaube, mir geht es jedenfalls so, wenn man die Rede von Herrn Schierer gehört hat, kann man jetzt die Entscheidung der GAL verstehen. Die Menschen in Hamburg nehmen das Ende von Schwarz-Grün und die anstehenden Neuwahlen als eine Chance wahr. Als eine Chance, wieder stabile Verhältnisse im Parlament und vor allem im Senat herzustellen. Eine Chance für eine neue Politik, nicht über die Vergangenheit zu sprechen, sondern darüber, wie wir Hamburg in Zukunft solidarisch gestalten wollen und wie wir vor allen Dingen auch nicht nur als Parteien den Blick auf die eigene Wählerschaft richten, sondern wir ganz Hamburg im Blick haben müssen, denn wir tragen Verantwortung für ganz Hamburg. Deshalb entscheidet Hamburg auch am 20. Februar, wer hier im Parlament unter welchen Konstellationen die Mehrheit stellt. Und es entscheidet vor allen Dingen auch darüber, wer in Hamburg als erster Bürgermeister in Zukunft die Verantwortung trägt. Verantwortung eben für Verlässlichkeit, für Vertrauen und für Verantwortung exakt dafür, was Hamburg braucht. Und darum geht es. Es geht am 20. Februar um die Frage von Verlässlichkeit, von Vertrauen und Verantwortung. Und unser Angebot ist stark, ist klar und glaubwürdig. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, glaube ich, gibt es bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern eine tiefe Verunsicherung darüber, was Parteien vor einer Wahl so alles versprechen und welche Aussagen sie dann zugunsten von Bündnissen nach einer Wahl mal schnell einkassieren. Wir Hamburger Sozialdemokraten haben vor der letzten Bürgerschaftswahl zum Thema Bündnisse sehr eindeutige Aussagen gemacht. Michael Naumann war da völlig klar. Die haben wir auch eingehalten. Und lieber Herr Kerstan, das gilt auch für diese Wahl. Das wird auch nach dieser Wahl so sein. Uns geht es in den nächsten Wochen also darum, nicht allen alles zu versprechen, nur weil man die Hoffnung hat, einen Wahlsieg zu erfüllen, sondern es geht darum, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die notwendigen Lösungen für die Probleme unserer Stadt zu erarbeiten, Lösungsprobleme vorzustellen. Und das bedeutet aus unserer Sicht, aus meiner Sicht vor allen Dingen erstens, das Problem der Haushaltslage zu lösen, die eben keinen weiteren Spielraum für Wahlgeschenke zulässt. Und ich bin dem Rechnungshof sehr dankbar dafür, dass er die notwendigen Dinge dazu erklärt hat. Und wir müssen, und das steht für uns im Mittelpunkt, das Problem der sozialen Spaltung endlich lösen.
die in Hamburg in den letzten 10 Jahren immer tiefer geworden ist. Die Unterschiede sind immer größer geworden. Und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Stadt wieder zusammen, gemeinsam wächst. Das kann und darf aber kein Widerspruch sein. Der solide Haushalt auf der einen Seite und die Bekämpfung der sozialen Spaltung unserer Stadt sind zwei Dinge, sind die beiden Seiten derselben Medaille, die sich eben gegenseitig bedingen. Denn ohne solide Finanzen wird sich die soziale Spaltung immer weiter vertiefen, weil der Stadt eben die notwendigen Haushaltsmittel zum Gegensteuern fehlen. Und deshalb legen wir heute hier und auch im Wahlkampf ein Bekenntnis zum starken, zum handlungsfähigen Staat ab. Denn unser Grundsatz ist, nur die Starken können sich einen schwachen Staat leisten. Und das gilt in der Bildungs- und Sozialpolitik im gleichen Maße wie in der Innen- und Rechtspolitik. Da macht man sich nichts vor. Wir stehen für den starken, für den handlungsfähigen Staat. Und ich glaube, wir sollten alle gemeinsam, trotz des Ehrgeizes des Wahlkampfes, dafür streiten und dafür kämpfen, dass das verlorene Vertrauen in die gesamte Hamburger Politik zurückgewonnen wird. Der Schaden, der angerichtet worden ist, ist groß, aber er ist eben nicht nur groß für die CDU und Teil der GAL, sondern er ist für alle Parteien groß. Und deshalb sollten wir auch in den Debatten des Wahlkampfes die richtige Tonlage finden und sollten den leichten Versuchungen widerstehen und den Menschen wirklich reinen Wein einschenken. Und dazu muss man den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie manche nicht hören möchten. Und deshalb nochmal unser Grundsatz, wir versprechen nicht, was wir am Ende nicht halten können. Damit sind Sie gescheitert. Den Fehler werden wir nicht noch einmal machen. Und deshalb sage ich auch, dass diese Zeit ohne einen wirklichen Senat, ohne eine wirkliche verlässliche Mehrheit im Parlament keine Zeit des Wünsch-dir-was sein darf mit wechselnden Mehrheiten. Wir werden uns nicht der Versuchung hingeben, politischem Klamauk zu folgen, sondern wir werden Kurs halten und wir werden den Grundsatz vor der Wahl genauso hochhalten wie nach der Wahl, dass nur das getan wird und das beschlossen wird, was auch finanzierbar ist. Manch einer meint in diesen Tagen, und wenn man sich das so anschaut, zu Recht vielleicht, dass man nochmal schnell den Bürgermeister abwählen sollte und durch einen neuen Bürgermeister ersetzen sollte. Und dafür gibt es in diesem Haus eine Mehrheit, zumindest rechnerisch. Aber wir Sozialdemokraten wollen auch in dieser Frage keine Spielchen. Das ist eine Entscheidung, die die Wählerinnen und Wähler zu treffen haben. Und mit unserer heutigen Entscheidung, das Parlament die Legislaturperiode zu verkürzen, legen wir eben genau diese Entscheidung in die Hände der Hamburgerinnen und Hamburger. Und da gehört sie hin, nicht in dieses Haus. Genauso mag es rechnerische, politisch begründete und gewiss auch emotionale Mehrheiten für Einzelentscheidungen geben. Es gibt aber eben keine Mehrheit in diesem Haus für eine solide Finanzierung. Und Politik ohne Planung und ohne solide Finanzierung, das haben wir doch in den letzten Jahren erlebt durch die CDU-geführten Senate, das ist Murks. Und deshalb haben wir die Lehre auch daraus gezogen, dass wir nicht die Fehler der CDU wiederholen dürfen. Es muss eine klare Ansage geben. Politik ohne eine seriöse Planung, ohne verlässliche Finanzierung ist mit uns Sozialdemokraten in Hamburg nicht zu machen. Wir stehen eben auch hier in dieser Frage für Verlässlichkeit, für Vertrauen und Verantwortung. Die Beendigung der Legislaturperiode, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ist auch eine Gelegenheit, kurz auf die Regierungszeit der CDU zurückzublicken. Wie sieht die Bilanz nach 10 Jahren CDU-Senate aus? Ich mache das kurz, Sie müssen da nicht in Sorge verfallen. Ich bin der festen Überzeugung, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Finanzpolitiker der CDU, zumindest waren Sie das früher, dass der Haushalt die sauberste Grundlage für eine solche politische Bilanz ist. Schauen wir uns die Verschuldung unserer Stadt an. Sie ist von 18 auf 24 Milliarden und soll, wenn es nach Ihrer Planung, der CDU-Planung ginge, bis 2014 auf 27 Milliarden Euro ansteigen. Und dazu haben Sie noch 4 Milliarden Euro Tafelsilber verkauft. Die Eröffnungsbilanz, die uns Herr Goldberg ja immer als das Wahrheitsfindungsinstrument verkauft hat, an dem man am besten erkennen könne, wie erfolgreich eine Regierung sei, eröffnete 2006 mit einem Vermögen von 4 Milliarden Euro. Heute steht dort eine rote Null. Eine bessere Bilanz über das Versagen der Hamburger Finanzpolitik kann man nicht finden als Ihre eigene. Nehmen wir das
für die Menschen so wichtige und drängende Problem des Wohnungsbaus. Sie haben eine Wohnungsbauoffensive gestartet, eine jagte die andere, die meisten sind stecken geblieben, wenn sie überhaupt losgegangen sind. Und wenn wir uns allein die Zahl der Sozialwohnungen in Hamburg anschauen, hatten wir fast 156.000 im Jahre 2000. Und im Jahre 2012 werden es faktisch keine 90.000 mehr sein. Dabei ist ein hoher Bestand von Sozialwohnungen eben nicht nur hilfreich für diejenigen, die selbst in einer Sozialwohnung wohnen können, sondern ein hoher Bestand von Sozialwohnungen drückt eben auf alle Mieten und senkt damit den Mietspiegel für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Und das Ergebnis eben ihrer Politik von 10 Jahren Stillstand im Wohnungsbau sind die hohen Mieten. Diese hohen Mieten sind nicht vom Himmel gefallen. Diese hohen Mieten gehen auf ihr Versagen zurück. Und wenn man jetzt mal diese 9, fast 10 Jahre Revue passieren lässt, dann stellt man fest, dass Ihre Bilanz eben mit Ronald Barnabas Schill begann, ein Tabubruch aus Machtkalkül. Und sie endet bemerkenswerterweise auch mit einem Machtkalkül. Denn dass Herr Scheuerl jetzt auf CDU-Ticket kandidiert, unterstreicht noch stärker die Beliebigkeit der Hamburger CDU. Sie haben in der Debatte... Herr Schierer, Sie haben in der Debatte, aber auch in vielen Pressegesprächen darauf hingewiesen oder den Vorwurf erhoben, die GAL habe aus reinem Machtkalkül die Koalition brechen lassen. Ich kann nur sagen, da haben die beiden richtigen Partner sich getroffen. Ein Kurswechsel in einer speziellen Frage ist sicherlich okay und auch nachvollziehbar. Wer aber wie die Hamburger CDU ständig seinen Kurs wechselt, wer ständig Zickzack fährt, wer im Grunde im Kreis fährt, macht deutlich, Sie haben jede Orientierung verloren, Sie haben keine Orientierung für sich und Sie haben vor allen Dingen keine Orientierung für Hamburg. Und deshalb ist Ihre Bilanz niederschmetternd. Ich will noch Stichworte nennen, gerade in der Zeit der absoluten Mehrheit. Feuerbergstraße, Kusch, LBK-Verkauf. Und am Ende eben die desaströse Haushaltslage, die uns für die nächsten Jahrzehnte eng einschnüren wird. Die CDU hat dafür gesorgt, dass Hamburg praktisch pleite ist. Und über die Rolle des Senates bei den Themen HSH Nordbank und Elbphilharmonie werden wir sicherlich noch im Januar und Februar hier beraten, wenn die Untersuchungsausschüsse ihre Zwischenberichte vorgelegt haben. Aber Sie können sicher sein, das verspreche ich Ihnen, mit der Legislaturperiode sind Sie der Verantwortung, was diese beiden Desaster angeht, nicht erlöst. Wir werden auch in der neuen Legislaturperiode unsere Aufklärungsarbeit fortsetzen. Und Herr Stuth, Sie haben noch ein bisschen Zeit, bis März darüber zu grübeln, was genau die Gründe dafür waren, weshalb Herr von Beuys Sie entlassen hat. Wenn es Ihnen nicht einfällt, bin ich sicher, Herr Schön und Herr von Beuys können sich daran erinnern. Wir werden beiden die Möglichkeit geben, das nochmal öffentlich zu machen. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, wir Sozialdemokraten stimmen heute mit der GAL, mit der Linkspartei und ich hoffe auch mit der CDU für das Ende der laufenden Legislaturperiode und damit eben auch für Neuwahlen. Und wir sind uns damit im Parlament, so hoffe ich, einig. Hamburg braucht einen Wechsel, der eben nicht durch teure Versprechungen an jeden Einzelnen und jede Gruppe erkauft wird. Hamburg braucht einen Wechsel, der eben nicht alles rückgängig machen kann, aber endlich auch nach vorne schaut und sich nicht nur in der Vergangenheit sonnt. Und Hamburg braucht einen Wechsel zu Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwortung in der Regierungspolitik. Dazu sind wir bereit. Vielen Dank. Applaus